begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst zum vierten Adventssonntag. Euch, die ihr hier in der Kirche Erlitzbach seid, aber auch alle, die zu Hause eben diesen Gottesdienst mitverfolgen, heute und auch in den nächsten Tagen. Wir haben eben den Flötenlehrer Andrea Spielmann mit zwei Schülern gehört. Vier von diesem Ensemble sind in Quarantäne. Deshalb einfach wird die Situation, in der wir sind, eben auch dadurch erfahrbar, dass alles reduziert ist. Das soll uns aber nicht daran hindern, eben wirklich zu feiern, dass bald Weihnachten ist. Und so wird dann auch die vierte Kerze am Adventskranz angezündet, während der dritten und vierten Strophe von Lied »Wir sagen euch an den lieben Advent«. Möchte uns begegnen im heutigen Gottesdienst, wie wir im Evangelium hören, dass er auch Maria begegnet ist. Und im Lied »Es flog ein Täublein weiße« haben wir die Gelegenheit, uns in die Worte des Evangeliums hineinzubegeben und uns zu öffnen, damit der Heilige Geist auch zu uns sprechen kann in diesem heutigen Gottesdienst. Thank you.
Schließ auf dein Herzenskämmerlein. Gott will sich zu dir kehren, in Wohnung bei dir sein. Der Herr erbarme sich unser. Er vergebe uns Sünde und Schuld. Lass uns mit frohem und dankbarem Herzen diesen Gottesdienst feiern. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagt er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen,
und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.
Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen, ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, die ihr zu Hause diesen Gottesdienst mitverfolgt, liebe Gläubige hier in der Kirche.
Es ist wahrscheinlich kein Zufall in dieser heutigen Zeit, wo uns gesagt wird, bleibt zu Hause und wo viele, wie eben einzelne Kinder, ganze Schulklassen in Quarantäne sind. Dass mir in dieser Situation richtig ins Auge gestochen ist, dass diese Begegnung von Gott durch den Engel bei Maria, dass die zu Hause geschehen ist. In ihrem Haus, in ihrer Wohnung, da, wo sie lebt. Und das kommt auch beim König David zum Ausdruck. Er wurde als kleiner Bub auf der Weide geholt, wo er Schafe hütet. Und das scheint mir eine wunderbare Botschaft für gerade diese Zeit. Gott kann und will uns zu Hause besuchen, zu Hause uns begegnen, in unserem Alltag, da, wo wir leben. Dass aber diese besonderen Momente, dass die Gnade Gottes eben uns berühren kann, dass der Heilige Geist wie eben durch den Engel zu uns reden kann, das geschieht nicht selbstverständlich. Und deshalb ist die Frage, die Maria dem Engel gestellt hat, wie soll das geschehen, ist auch für uns aktuell. Wie soll das geschehen, dass eben auch bei mir, bei uns, diese Begegnung mit Gott möglich ist? Und mit dieser Frage im Herzen ist mir eine Episode aus dem Leben von Chiara Lubich, der Gründerin der Focolarbewegung, in den Sinn gekommen. Sie lebte mit ihrer Familie in Trient im Norden Italiens und in den 30er Jahren in einem ganz kalten Winter, da musste jemand der Kinder Milch holen. Der älteste Bruder war schon im Studium. Chiara war eigentlich auch freigestellt, um sich auf das Studium zu konzentrieren. Und die Mutter fragte die beiden noch jüngeren Schwestern, eben ein paar hundert Meter weit Milch holen zu gehen. Beide haben geantwortet: Mama, es ist so kalt, wir möchten jetzt nicht nach draußen gehen. Und in diesem Moment hatte Chiara einen inneren Impuls und hat spontan gesagt: Mama, ich gehe. Sie ist dann gegangen und auf dem Weg, da hielt sie plötzlich inne, weil sie spürte, Gott spricht zu mir. Und sie hat verstanden, wie Gott zu ihr gesagt hat: Gib dich mir ganz. Und in diesem Moment hatte sie diese Gnade, um wirklich ihr Leben in die Hände von Gott zu legen und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Dieses Beispiel kann uns wie ein Schlüssel geben, wie wir dem Einfallen Gottes in unserem Leben die Tür öffnen können. Chiara hat einen Liebesdienst gemacht für ihre Schwestern, für ihre Familie. Und das, glaube ich, das ist etwas, das es gut ist, das mitzunehmen. Es gibt auch jetzt, auch wenn wir zu Hause sind, auch bei diesen Einschränkungen, jeden Tag unzählige Möglichkeiten, jemandem einen Dienst zu tun, einen Gefallen, einfach aus sich herauszugehen auf die anderen Menschen hin. Im Gebet, aber eben auch durch die Möglichkeiten, Telefon, Internet, Brief, alles, was eben uns hilft, wenn wir die Augen offen haben für die Nächsten.
Und jedes Mal, wenn wir über uns hinausgehen, auf die Nächsten zu, eben einen Akt der Nächstenliebe tun, dann werden wir immer wieder erfahren, wie manchmal ganz zart Gott sich präsent macht, Gott sich uns zeigt, dass er durch den Heiligen Geist, durch die innere Stimme eben zu uns spricht. Und was sagt er denn vor allem? Er sagt das speziell, was eben, weil wir in der Lesung gehört haben, was zum Sohn von David, Samuel, Gott sein wollte. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Gott sagt uns immer wieder, ich bin dein dich einzigartig und von ganzem Herzen liebender Vater und du bist mein geliebtes Kind. Und das eben jedes Mal, wo wir auf die anderen Menschen zugehen. Dies ist übrigens auch eine der Hauptbotschaften, die dann Klara Lubich das ganze Leben lang den Menschen verkündet hat. Gott liebt dich. Du bist seine geliebte Tochter. Du bist sein geliebter Sohn. Wenn wir die Gelegenheiten manchmal auch verpassen, aber alle Gelegenheiten, die wir wahrnehmen und feststellen, dass Menschen um uns eben uns gebrauchen können, jedes Mal öffnen wir unser Herz, unser Geist, unser Leben mehr, dass dann wirklich Jesus neu in uns Fleisch werden kann, dass er sich uns schenken kann und unser Leben mit einer neuen Fülle prägen kann. Dieses Wort, wie soll das geschehen, nehmen wir das mit und seien wir aufmerksam für die Nöte, für die Bedürfnisse der Mitmenschen. Und Gott wird sich uns schenken. Wir bekennen unseren Glauben an diesen Gott, der, wie wir gehört haben, eben uns Vater ist, den Sohn, dessen Menschwerdung wir in den nächsten Tagen feiern. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Himmlischer Vater, der alte König David und die junge Gottesmutter haben darauf vertraut, dass du in ihrem Leben wirksam bist.
Mit ihnen als Vorbilder rufen wir zu dir und bitten dich. Für alle, denen es im Kopf und im Herzen an Raum und Platz fehlt, wo du einkehren könntest. Mach sie sensibel für deine Gegenwart in dieser Welt und schenke ihnen die Gewissheit, dass man mit dir rechnen darf. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich nicht so leicht damit tun, sich einem Mitmenschen oder dir anzuvertrauen. Befreie sie von Ängsten und allem, was sie daran hindert, sich dir ganz zu überlassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft und in dieser Zeit besonders auch im Gesundheitswesen. Gib ihnen die Einsicht, welche Entscheide dem Wohl der Menschen am besten dienen, und die Kraft, diesen Erkenntnissen zu folgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Leben in diesen Tagen des Advents und der Weihnacht zu Ende geht. Nimm sie auf in dein Reich und hilf allen Trauernden, Trost und Stärke zu finden beim Kind in der Krippe. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, dass wir neu und immer tiefer verstehen, dass du unser Vater bist und wir deine Söhne und Töchter. Dein Heiliger Geist helfe uns, aus diesem Vertrauen zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle, Vater, unsere Herzen mit der Freude darüber, dass dein Sohn Jesus Christus zu uns auf die Welt gekommen ist und wir seine Geburt in den nächsten Tagen feiern dürfen. Sei du uns nah in allem, was uns bedrängt. So bitten wir dich durch ihn, unseren Bruder und Herrn. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nah ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Gott ist unser Vater, wir seine geliebten Töchter und Söhne. Und so dürfen wir mit Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, nimm weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Leider entfällt dieses Jahr das traditionelle Krippenspiel. Es wird mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte in den Gottesdiensten vom 23. und 24. Dezember jeweils um 17 Uhr ersetzt. Die heutige Eucharistiefeier wurde von einem Filmteam des Aargauer Pfarrplatz Horizonte gefilmt und direkt übertragen. Diese Woche werden auch der Familiengottesdienst mit einer Weihnachtsgeschichte am 23. Dezember um 17 Uhr und die Weihnachtsfestmesse mit Solisten am 25. Dezember um 11 Uhr direkt übertragen. Alle drei Gottesdienste können auch später noch angeschaut werden. Der Zugang zu den Feiern finden Sie über die Homepage des Pfarrblattes. www.horizonte-aargau.ch. Wir hoffen, dass Sie so trotz der Einschränkungen ein paar weihnachtliche Momente mit einem dieser Gottesdienste erleben können. Beachten Sie bitte im Pfarrblatt und beim Schriftenstand die speziellen Beichtzeiten auf Weihnachten hin. Wir nehmen heute die Kollekte für den Verein BIFOLA, Bildungsfonds für Lateinamerika, auf. Dieser unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in ländlichen Gegenden von Lateinamerika mit Stipendien oder zinslosen Darlehen. Dieser Verein wurde vom ehemaligen Pfarrer von Niedergösgen, Josef Roger, gegründet. Herzlichen Dank für Ihre Spende, die Sie beim Ausgang in die Körbchen legen können. Ich möchte nicht unterlassen, euch, dem Filmteam, zu danken, aber natürlich speziell dir, Andreas, und beiden Buben, die noch kommen konnten, aber auch dem Organisten Roman Stahl und speziell auch unserer Kantorin Regula Hauri, die wir jetzt dann noch zum Schlusslied Gott send herab uns dein Sohn hören werden. Wir haben, weil wir ja eben nicht singen können im Moment, ein Faltblatt vorbereitet mit den Gebeten und Antworten in der Messe. Das hinten im Schriftenstand könnt ihr euch da bedienen. So öffnen wir uns für das Schlusslied. Thank you.
Fürs Mitfeiern hier und zu Hause. Ich wünsche euch einen schönen vierten Adventssonntag. Dann, falls wir uns nicht mehr sehen, auch eine gesegnete Weihnachten. Und dazu bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch unter Pfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Das gewähre euch der dreieinige Gott, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin im Frieden und in der Freude des Herrn. Thank you.